Loch Lomond ist das bekannteste Lied der Band und wurde mit kölschem Text zur Hymne des 1. FC Köln. Die Geschichte von Runrig beginnt 1973. Im Laufe der Zeit entwickeln sie ihren eigenen Stil, indem sie traditionelle schottische Lieder in ein modernes musikalisches Gewand packen und werden eine der erfolgreichsten Folkrock-Bands. Doch jetzt sagen sie Goodbye. Das große Finale einer großen Karriere fand am Samstagabend statt. 15.000 begeisterte Fans feiern zum letzten Mal ihre Lieblingsband, Runrig. Die Musiker haben entschieden, nach 45 Jahren einen Schlussstrich zu ziehen. Und zwei von Ihnen sind jetzt hier auf dem Sofa, Runrig live im ARD Morgenmagazin. Schönen guten Morgen. Wie war es am Samstag? Kann man das in Worte fassen? Oh, amazing. Es war fantastisch, es war unglaublich. Unglaubliche Nacht. Also, es war natürlich für uns ein Riesenmoment. Wir kommen ja schon seit vielen Jahren nach Deutschland, spielen hier. Und wir sind eng verbunden mit unseren deutschen Fans. Das war absolut fantastisch für uns. Es war eine sehr emotionale Nacht, war das für uns. Und ich glaube auch für viele Fans. Und sehr schwer zu beschreiben, was wir alles gefühlt haben. Wenn man das jetzt so hört, dann merkt man auch, dass das geht ans Herz. Wie ist das Gefühl heute Morgen? Oh, hätten wir es besser nicht gemacht? Lass uns wieder auf die Bühne gehen. Yeah, but it's too late. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt können wir das nicht mehr ändern. Aber habt ihr so eine mehr als nur eine Träne im Auge gehabt? Wie Callum sagte, das war sehr emotional, aber nein, wir haben uns noch zusammengerissen. Ganz am Schluss, als wir den Fans auf Wiedersehen gesagt haben, und wenn man da so die ersten Reihen sehen kann, dann sieht man Tränen überall im Publikum und das ist echt schwierig. Also, ich sah Bruce gestern, er hat den ganzen Tag geheult. Also, was machst du denn bloß? Ja, ich habe wirklich geheult. Aber jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, die Rolling Stones sind immer noch unterwegs. Mick Jagger wird in ein paar Wochen 75. Warum habt ihr gesagt, wir hören auf? Ihr könntet ja noch Jahrzehnte durchrocken. Well, I'm glad you've got a vision of the future. Es ist gut, dass Sie diese Zukunftsvision haben, aber nein, ich glaube einfach für uns war einfach der richtige Zeitpunkt gekommen. Das ist eine schwierige Entscheidung. Seit vielen Jahren sprechen wir darüber, wann wir aufhören sollten, aber das letzte Album war für uns die Entscheidung. Wir haben gesagt, das wird unser letztes Studioalbum und von da an ging die Diskussion dann weiter und hatten wir das Gefühl, es kommt der Zeitpunkt, wo man einfach mal Schluss machen sollte. Wir können nicht wie viele andere Bands einfach immer weitermachen. Andere Bands streiten sich und trennen sich. Und wir wollten lieber im starken Moment aufhören. Und wir sind immer noch gut da, wir stehen gut da. Hier, das Stadion, die Arena in Köln war pickepacke voll. Also, es ist ja in der musikalischen Karriere nicht nur wichtig, wie man anfängt, es ist auch wichtig, wie man aufhört. Und ich denke, es ist gut auch für unsere Fans, das Gefühl zu haben, dass wir den Kreis geschlossen haben auf die richtige Art und Weise. Ihr habt gerade die Kölner Fans angesprochen. Die deutschen Fans generell sind, die Riggies sind Runrig verrückt. Habt ihr eine Erklärung dafür, dass die Deutschen so auf euch stehen und ausflippen, wenn ihr da seid? Nein, wir sind ja schon lange hier unterwegs in Deutschland. Wir haben hier oft gespielt, ich weiß nicht. Wir haben wirklich viel in Deutschland gespielt und wir haben damit wirklich eine große Fangemeinde aufgebaut. Ich weiß nicht, die deutschen Zuhörer, die deutschen Konzertbesucher sind toll, die sind sehr aufmerksam. Wenn wir eine Ballade spielen, ist absolute Stille und wenn wir wirklich abgehen wollen, dann klatschen alle mit. Das ist, die sind wirklich gut hier. Wir haben immer das Gefühl gehabt, dass die deutschen Fans uns besonders mögen und sich auch wirklich für das interessieren, was wir da spielen, die Songs, die Texte. Insbesondere, wir haben ja früher auf Gälisch gesungen, am Anfang sehr viel und es war faszinierend, dass deutsche Fans sich dafür interessieren und sich auch für die Sprache interessiert haben. Das war toll für uns und das war wirklich super. Eine ganz kurze Antwort brauchen wir noch. Was macht ihr jetzt?
Wenn ihr mit der Musik aufhört, also im August gibt es noch ein großes Konzert, aber was macht man dann? Angeln gehen? Well, the real reason is der Bruce echte Grund für das Aufhören ist, dass Bruce kein guter Golfer ist. Also er braucht, ist ein ganz schlechter Angler. Golfen und Angeln, wunderbar. Die Zukunft ist sicher. Golf and Fishing, wonderful. The future is safe. Freut sich sehr. Jetzt der Sport mit Peter. And now the sports news with Peter. Thank you. Dankeschön.